Hallo und herzlich willkommen. Wie mache ich ein Boot leiser? Darum geht es in diesem Movie. Als ich dieses Boot in die Schweiz eingeführt und zugelassen habe, durften in 25 Meter Abstand 72 Dezibel Lärmpegel nicht überschritten werden. In der Europäischen Union waren es 75 Dezibel. In der Abnahmeprüfung habe ich 74 Dezibel erreicht. In Europa okay, in der Schweiz durchgefallen. Die Aufgabe war, die Lärmemissionen etwa um 3 Dezibel abzusenken. Minus 3 Dezibel ist so, als würde ich zwei gleiche Motoren nebeneinander laufen lassen und schalte einen davon ab. Dann sinkt der Lärmpegel um 3 Dezibel ab. Seltsam bei der Abnahmemessung war, dass die rechte Seite etwa 1 bis 2 Dezibel lauter als die linke war. Und der Maximalpegel wurde weit hinter dem Boot gemessen, als er schon längst vorbei war. Lärm oder Schall, das sind Druckwellen. Druckwellen entstehen zum Beispiel durch veränderliche Kräfte an einer Oberfläche. Hier drücke ich gleichmäßig mit Kraft auf den Tisch. Zu hören ist nichts. Klopfe ich dagegen, ist die Kraft veränderlich und ein Geräusch entsteht. Hätten wir jetzt die Fläche einer Stecknadelspitze, wäre das Geräusch nichts. Wir müssen eine Fläche in Bewegung bringen, sonst kommt nichts. Stichwort Lautsprechermembran. Der Magnet für sich allein wäre kaum zu hören. Erst durch die Fläche kann er pumpen und macht Welle. Druckwelle, also Schall. Ich habe drei Dinge versucht. Drehzahl absenken um 150 Umdrehungen pro Minute. Brachte ein halbes Dezibel, aber der Befreiungsschlag war das nicht. Ein Vierblattpropeller. Ich wollte die Anregungsfrequenz verändern. Ein berechtigter Ansatz, aber hier nicht der richtige. Der Hinweis war ja, hinter dem Boot war es richtig laut. Steuerbordseite lauter als Backbordseite. Hier hatte ich es mit Abgasmündungsgeräusch zu tun. Der Motor hat einen Nabenauspuff, der Propeller dreht im Uhrzeigersinn, wirft den Schall an der Oberfläche Richtung Steuerbord. Als Maßnahme habe ich den Propellerstrahl 2 Grad steiler unter Wasser geführt. Dadurch habe ich das Auspuffgeräusch tiefer unter Wasser begraben. Und das war es. Steuerbordseite 72, Backbordseite 71 Dezibel. Prüfung bestanden, das Boot konnte zugelassen werden. Wäre mein Problem ein Dröhnen gewesen, dann hätte ich die Anreger und Lautsprechermembranen im Boot finden müssen. Und dann Anreger verstimmen, Vierblattpropeller, Transferpfade kappen, weichere Motoraufhängung, Dämmmatten und so weiter. Im professionellen Bereich macht man Transferpfadanalysen. Man schaut, welche Quelle hat auf welchem Pfad welchen Anteil an meinem Geräusch. Ja, und dann reduziert man die Quellen und kappt die Pfade. Hier bin ich einfach davon gekommen. Wenn euch das Thema interessiert, dann werft gerne einen Blick auf den Patreon-Link in der Beschreibung. Dort beschreibe ich, wie ich dem Lärmproblem auf die Spur gekommen bin und warum ich welchen Propeller für dieses Boot gewählt habe. Bis zum nächsten Mal.